Junkfoodtaste.com, Folge 1991. Und ich habe hier die Favorini Cappuccino Waffeln mit 80% Cappuccino Creme. Genau, und das ist gleich hier so ein 5-Pack, wie es sich gehört. Ja, genau, das ist Lidl Stuff von der Kompliment GmbH aus Österreich. Und ich glaube, bei einem letzten Video wurde dann auch gesagt, dass das Manna, die Manna-Waffeln dahinter stehen. Aber sowas interessiert mich eigentlich in der Regel nicht. In einem anderen Video wurde gesagt, dass Arnold Schwarzenegger, also ein anderer Kommentar, wo gesagt, dass Arnold Schwarzenegger in einem Terminator-Film ein ganzes Regal Manna-Waffeln zerschossen hat. Kann ich auch nicht bestätigen. Es war vielleicht so. So genau habe ich da nicht hingesehen. Gut, riecht auf alle Fälle nach. Ja, auf alle Fälle ein starker Cappuccino-Geschmack. Frag mich nicht, wie viel ab jetzt hier Koffein drin ist. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich hoffe mal nicht, denn es ist wirklich spät abends. Und ich möchte vielleicht doch noch schlafen. Genau, jetzt werde ich jetzt das zerschneiden. Ne? Always cut stuff. Ja, erstmal so ein Schnitt. Ja, der sinnlose Schnitt sozusagen, jetzt diesen Längsschnitt, der halbwegs sinnvoll ist, wenn man dann ein bisschen das Waffelprofil sieht. Genau. Hier gibt es ja noch einen Schnitt, der Schnitt hier. Von dem ist aber auch, ja, der ist, ja, nee, hat man im Prinzip auch schon. Okay, das esse ich mal. Also diese Waffeln, die sollte es irgendwie in allen Geschmacksrichtungen geben. Ja, das kann ich mir so spontan vorstellen. Pistazien. Marzipan. Nougat ist ja Standard, glaube ich. Macadamia. Ja, ich weiß gar nicht, in welchen Geschmacksrichtungen es diese Neapolitaner Waffeln noch alles gibt. Ja, also wer so Kaffee trinkt, soll das unbedingt mal ausprobieren. Schmeckt sehr stark, aber sehr schön kaffeemäßigen Geschmack hat das. Ja, schönes Crossover. Sehr junkfoody, wie ich so sagen pflege. Jetzt hoffe ich auf Englisch. So, this was now the Favorini waffles from the Lidl store. And a commenter on a previous Favorini waffles video said that this is nothing else than Manna waffles, like the premium producers. Could be, I'm not quite sure. And the second commentator said that Arnold Schwarzenegger destroyed a Manna, a shelf in the supermarket, a shelf full of Manna waffles in one of the Terminator videos. I'm also not sure of that. Yeah, you could tell me everything. Okay, this is like one of the most perfect candies ever. Super crunchy, soft, and I'm somehow demanding every flavor. I would like to see a pistachio waffle. I'm not quite sure which all of these waffles are out there, what other flavors, but I would like to have a pistachio waffle and marzipan edition. This would be very nice. If you like coffee, then this is your choice. Probably the best
Crossover between coffee and the waffles. Ja. Here's this type of waffle, originated. It originated from Neapel, so it's called a Neapolitana, but it has now, it's a very big production center in Austria. Okay, so that was the review, thanks for watching.